Das Magazin Wirtschaftsfenster MV wird kofinanziert von der Europäischen Union. Ich begrüße Sie zum Wirtschaftsfenster MV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unser Magazin rund um die Förderung von ganz unterschiedlichen Projekten aus dem EFRE-Fonds berichtet in dieser Ausgabe über flexiblen ÖPNV, über die Verbindung von Tourismus und Jagd und wir haben Neuigkeiten aus einem Tierpark in unserem Land. Dazu jetzt unser erster Beitrag aus Wolgast. Endlich war es soweit. Am 20. April wurde das neue Empfangsgebäude des Wolgaster Tierparks feierlich eingeweiht. Mit seinen modernen, runden Formen und der holzverkleideten Fassade fügt sich der Neubau stimmig in die Umgebung des Tannenkamms ein und bildet nun einen wichtigen Teil der Infrastruktur. Das Bauwerk selbst ist jedoch mehr als nur ein neuer Eingangsbereich für den Tierpark. Mit dem Gebäude sollen Touristinnen und Touristen mehr attraktive Angebote ermöglicht werden. Die Überlegungen für den Bau selbst reichen bereits einige Zeit zurück. Also Spatenstich war 2021. Da ging es dann konkret los. Die ganzen Vorbereitungen, die Ideen, die dazu entwickelt worden sind, die ersten Kontakte dann zur Landesregierung, zum Förderinstitut, das lief dann alles schon irgendwie 2012, 13, 14, so ging das los. Ein langer Weg, welcher durchaus das ein oder andere Problem bereithielt. Doch trotz einiger Schwierigkeiten ist der Tierparkleiter mit dem Bau zufrieden. Also wir hatten ja nur auch in dieser Zeit, in der Bauzeit, es war Corona, es kam der unsägliche Krieg in der Ukraine dazu, Kostensteigerung, die Schwierigkeiten, Material zu besorgen und so weiter und so fort. Trotzdem gingen die Baumaßnahmen recht gut voran. Es war gut koordiniert durch das führende Architektenbüro MPP aus Rostock. Und jetzt in der Endphase, wenn dann die ganzen Kleinigkeiten, die dann noch fehlen, die gemacht werden müssen, das ist schon ein bisschen Kopfschmerz gewesen und wie sich das so in Deutschland gehört, sind wir natürlich immer noch nicht ganz am Ende, aber grundsätzlich konnten wir eben dieses Gebäude heute eröffnen. Das Gebäude stellt einen wichtigen Punkt in der Entwicklung des Tierparks dar. Die Urlaubssaison steht vor der Tür. Um für alle Besucherinnen und Besucher ein bestmögliches Erlebnis gewährleisten zu können, kam die Eröffnung des neuen Empfangstraktes den Verantwortlichen sehr gelegen. Für diese Zeit im Prinzip sind das Gebäude, die wir dann ganz dringend brauchen, mit mehr Toiletten. Wir können unser jetziges Bistro vergrößern und so weiter und so fort. Das sind also ganz wichtige Maßnahmen, damit hier nachher auch der Besucher dann auch nach wie vor eine schöne Örtlichkeit findet, wo er entspannen kann, wo er was lernen kann, wo er ja, einfach nur auch die Natur genießen kann. Die Baukosten für das Projekt beliefen sich auf rund 5,5 Millionen Euro. 90% davon stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, die restlichen 10% übernahm die Stadt Wolgast. Projekte dieser Art sind wichtig für die Region und helfen dabei, auch in Zukunft ein beliebtes Reiseziel für Touristen darzustellen. Und beliebtes Reiseziel ist auch gleich ein Stichwort für unseren nächsten Beitrag. Wir nehmen Sie mit nach Berlin, ein gutes Ziel für Freunde der Entspannung und der Jagd. Wer seinen Urlaub abseits großer Städte machen möchte, der ist im Peenetal rund um den Kummerower See bestens aufgehoben. Es gibt aber auch Menschen, die brauchen in ihrer Pause etwas mehr als nur Ruhe und Entspannung und auch das kann hier in der Region erlebt werden. In Berlin, einem Ortsteil von Dagun, bietet Dennis Wortmann mit seinen Jagdwelten den Gästen eine ganz spezielle Art an, die Ferien zu verbringen. Wir organisieren, vermitteln Jagden in Mecklenburg. Ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten haben wir da, was man so in Mecklenburg jagen darf und kann. In der Regel bieten wir unsere Jagden immer in einer Kombination mit der Unterkunft bei uns an. Wir haben 9 Ferienwohnungen hier in Berlin und die Leute schlafen also hier, werden bei uns verpflegt, sodass wir uns den ganzen Tag um die kümmern. Und dafür muss alles sorgfältig und genau vorbereitet werden. Dazu gehört auch die Ausbildung seiner Hunde. Heute geht es mit Simba, dem 4 Monate alten Schweißhund, aufs Feld zum Trainieren. Diese Hunde sind bekannt für einen außergewöhnlich guten Geruchssinn. Gibt es zum Beispiel in einer Wildschweinrotte ein verletztes oder krankes Tier,
ist der Schweißhund in der Lage, ausschließlich dieser Spur zu folgen und das Tier ausfindig zu machen. Für das Training heute, die sogenannte Schleppe, wurde ein Wildschweinfell über den Boden gezogen, um Simba auf dieser gelegten Spur arbeiten zu lassen. Gefunden, jetzt gibt es Lob von Herrchen. Für einen guten Jäger wie Dennis Wortmann sind Hunde bei der Jagd unverzichtbar. Man hat zum Beispiel viel Unfallwild und so weiter. Natürlich trifft man auch mal nicht gut bei der Jagd und da ist man natürlich verpflichtet dazu, dass man diesen kranken Tieren dann mehr oder weniger hilft oder Leid erspart, die dann zu finden, wenn sie verletzt sind. Genauso wichtig wie ein gut ausgebildeter Hund ist für einen Jäger auch die Einhaltung von Jagdzeiten. Genau, das ist eigentlich so wie jetzt die Zeit. Jetzt sind wir im April. Da bieten wir das selbst nicht an, mit Gersten irgendwas zu machen, weil das halt die Brut- und Setzzeit in der Natur ist. Also das heißt, alles Wild, alle Tiere kriegen jetzt ihre Junge und da lassen wir die dann auch in Ruhe. Also auch wenn man einige Wildarten jagen darf, auch die Wildschweine, die wir sonst ja oft bejagen müssen, weil die viele Schäden machen, auch die lassen wir möglichst in Ruhe, weil die halt ihre Frischlinge haben und dann auch ein bisschen Ruhe brauchen. Die Jagdreisen von Dennis Wortmann werden in den letzten Jahren gut gebucht. Erfahrene Jäger, aber auch Anfänger kommen hier in das knapp 2000 Hektar große Revier nach Berlin. Das steigende Interesse am Jagdsport zeigen auch die wachsenden Besucherzahlen auf Messen, die der Unternehmer regelmäßig besucht. Für die Teilnahme gab es finanzielle Unterstützung vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben Gelder aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung bekommen, für eine Messeteilnahme. Wir sind jahrelang in Dortmund auf der Jagd mit Hund gewesen. Das ist Europas größte Jagdmesse. Und dort wurden wir halt unterstützt, um dort ausstellen zu können und unsere Region Mecklenburg-Vorpommern dort zeigen zu können. Das ist unheimlich wichtig, weil diese Messen sind schon enorm teuer. Und wir sind halt eher ein kleines Familienunternehmen. Und da hat das natürlich geholfen, dass wir dort überhaupt teilnehmen konnten. Die Jagdwelten in Berlin ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch kleine Unternehmen vom großen Europa profitieren können. Und abschließend wollen wir uns noch anschauen, wo ein flexibler öffentlicher Personennahverkehr von Europa bzw. europäischer Förderung profitieren kann. Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim hat flächendeckend Rufbusse im Einsatz. Mit dem flexiblen Angebot wird der öffentliche Personennahverkehr deutlich verbessert. Die Nachfrage ist hoch. Ja, wir sind so ein bisschen Opfer unseres Erfolges geworden. Die Bestellungsanzahl ist so hoch, dass wir zu bestimmten Zeiten nicht alle Bestellungen annehmen können. Heute müssen wir ungefähr 10% der Besteller ablehnen. Damit Kunden nicht mehr abgelehnt werden müssen, soll eine neue Software entwickelt werden. Aus diesem Grund startete die VLP gemeinsam mit dem Zukunftszentrum DevelUp eine Aktion zur Lösung des Problems. Unter dem Titel Marktplatz letzte Meile werden innovative und praxisorientierte Ansätze gesucht, um den Bedarf an Rufbusbestellungen zu decken. Ich könnte natürlich jetzt mehr Personal einstellen, aber das wäre ineffizient, weil diese Bestellspitzen nur zu bestimmten Zeiten da sind. Deswegen wollen wir eine App entwickeln, wo wir Fahrten gegenüber Taxiunternehmen, Mietwagenunternehmen verkaufen können, intelligent versteigern können, zu eben genau diesen Zeiten. Das Rufbussystem funktioniert 24 Stunden am Tag, einfach über eine App. Individuelle Bestellungen können werktags von 6 bis 18 Uhr per Telefon aufgegeben werden. Die Verbesserung von Softwarekomponenten des Rufbussystems der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim wurde mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt. Soweit unsere drei Beiträge für diese Woche. Mehr sehen Sie dann, so Sie mögen, ab dem 17. Mai hier an dieser Stelle. Wirtschaftsfenster MV.